Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und es ist mal wieder ein Wochenrückblick und ja, diese Woche habe ich vor allem am Wochenende relativ viel gemalt, zumindest lange gemalt, nicht wirklich viel. Ich habe erstmal die Plünderers überarbeitet, dass sie jetzt alle auch wirklich komplett aussehen wie Bad Moons. Und die Haut von denen nochmal geshadet und so, das werde ich als nächstes mit meinem ein oder mit allen meinen Gott-Trupps machen und dann sind eben alle meine Ork-Trupps auch wirklich Bad Moons und dann werde ich auch langsam mal neue Einheiten holen. Neue Einheiten wird es übrigens in nächster Zeit mehrere geben. Warum, erfahrt ihr noch am Schluss. Sage ich nämlich, breche mich doch so eine Information als Ansage. Ist auch doch der Big Mac. Ich habe hier auch, die Kabel habe ich rot gemacht, weil das sieht man hier am besten. Es gibt einen schönen Kontrast zu dem, Schwarz und Gelb. Und ja, da ist jetzt der Trupp hier auch fertig. Falls euch aufgefallen ist, da ist hier ein Brennerboy dabei. Der gehört eigentlich gar nicht rein, hat der Vorbesitzer so zusammengebaut. Werde ich mir den nächsten dann auch nochmal Plünderers holen, da baue ich eben daraus, also Plünderers kann man auch als Brennerboys zusammenbauen, da baue ich eben einen Brennerboy-Trupp. Wenn ich dann eben einen als Plünderer baue, dann tausche ich die Modelle einfach aus. Da habe ich einen ganzen Plünderer-Trupp und einen ganzen Brennerboy-Trupp, weil Flammenwerfer sind cool. So, was habe ich noch gemacht? Ich habe mich jetzt entschieden, ob ich jetzt Dark Elder oder Space Marines spiele. Da habe ich mich für Space Marines entschieden, die mache ich als Blood Ravens, weil das alte Farbschema ist ein bisschen zu kompliziert, als dass ich da wirklich lange am Stück und sehr viel, also viele Truppen anmalen könnte. Ja, habe ich hier schon mal zwei Marines angemalt. Und da werde ich mir noch so eine Schulterpflanzer-Plaketten sozusagen bestellen. Abziehbilder, die werde ich dann draufkleben können. Ja, das ist ein sehr einfaches Farbschema. Nur mit Trockenbürsten und hier und da ein Highlight. Und ja, dann habe ich noch hier den Reiter fertig gemacht mit meinem neuen Hochelfen-Farbschema. Das wird für Höf sein, da weret ihr bestimmt noch mal mehr erfahren. Erfahrt ihr auch am Ende des Videos, wenn Informationen hier noch kommen. Ja, ich finde, der ist ganz cool geworden. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal gezeigt hatte. Könnte sein, allerdings habe ich hier noch den Magier gemacht. Hat auch hier Ewigkeiten gedauert, aber dafür sieht er auch richtig cool aus. Der hat sogar ein Ohrring da im Ohr drin. Das hat jetzt mal eine Weile gedauert, ehe ich erkannt hatte, dass es ein Ohr und nicht irgendein Gussgrat ist. Weil die Hohelfen sind ja auch gebraucht. Da habe ich ja eben, also da waren auch noch Gussgrate dran, die ich nicht entfernt hatte. Und ja, das habe ich diese Woche eigentlich gemacht. Das ist nicht sehr viel, aber ich habe sehr lange gemalt und sehr viel gemalt. Gut, und dann kommen wir nochmal zu ein paar Informationen. Und zwar hatte ich mal wieder einen super Einfall. Das wird so ein Projekt, so ähnlich wie das Slan-Projekt werden. Und zwar sind ja alle mit dem neuen Warhammer Red Dwarf Zeugs, also mit dem neuen Red Dwarf Konzept nicht so zufrieden. Das hätte GW um einiges besser machen können. Weil Red Dwarf Weekly haben vielleicht einige schon von euch gesehen, da drin steht nur Müll. Also da drin ist nichts Brauchbares an Regeln und so. Dann wie baut man die Modelle zusammen? Wow, toll, kann ich auch eine Anleitung gucken. Wenn man Kleber aufschraubt, weiß ich ja auch selber. Gussgrate kriege ich auch irgendwie weg. Also da braucht man nicht wirklich. Die Abmalanleitung findet man auch im Internet. Und Warhammer Visions ist einfach nur ein teures Bilderbuch, was auch nicht mehr hat als der alte Red Dwarf. Schon von der Seitenanzahl her nicht, weil es auf einem kleineren Format ist. Kann ich mir auch tolle Bilder im Internet angucken, brauche ich auch keine 9 Euro für ausgeben und deswegen spare ich mir das ab jetzt auch komplett. Ich werde mir gar keinen Red Dwarf und sowas alles mehr kaufen. Es kommt da mal was Interessantes, da spare ich mir mein Taschengeld und kann mir davon viel öfters dann Truppen kaufen, besonders Orks, die kosten ja nicht so viel. Ja. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, alle finden das scheiße. Games Workshop wird keinen Umsatz mehr machen. Allerdings ist es ja doof, wenn man nicht so ein Magazin hat. Weil das war auch immer das, was mich monatlich so ein bisschen immer angespornt hat. Boah, jetzt zeigt man so richtig Bock auf Malen. Und dann habe ich eben einfach mal eine Runde gemalt. Und dann dadurch habe ich dann eben meine Armee noch immer Stück für Stück fertig bekommen. So, und dann ist mir so eingefallen, ja, es gibt ja ganz viele Fan-Armee-Bücher für Armeen, die es nicht mehr gibt. Warum macht man dann nicht einfach ein Fan-Magazin? Und da habe ich gedacht, jo, ich habe auch einen Slan-Kodex gemacht, dann kann ich das doch auch selber machen. So, und dann, mein Kumpel und ich sind uns sehr ähnlich, was also unsere Denkweise angeht. Mein Kumpel hatte genau dieselbe Idee. Und, ja, dann ist das Ganze jetzt ins Rollen geraten. Also wir haben dann zufälligerweise bei einem Spiel von uns ganz viele Fotos gemacht, einfach so aus blauem Dunst, weil wir Lust dazu hatten. Daraus ist direkt mal ein Spielbericht entstanden, das Heft wechselt gerade, es hat schon 10 Seiten. Und wir haben es schon mal im Forum angekündigt. Das Forum findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr dort in so einem Thema schon reinschreiben. Und
Ja, da wird es dann eben noch so ein Überthema geben, weil ihr alle bei dem Heft mitarbeiten werden könnt. Mitarbeiten können werden, das oder irgendwie sowas. Also, ihr könnt dann da mitarbeiten, uns ganz viele Bilder schicken. Wir machen dann so eine Fan-Bildergalerie. Ihr könnt auch ganze Artikel schreiben, die wir dann dort reinpacken. Und ja, das Heft wird komplett kostenlos sein zum Download direkt auf der Webseite zu dem Heft. Website. Och Mensch, ich habe gerade eben schon eine verkackte Version vom Wochenrückblick aufgenommen und da habe ich auch die ganze Zeit Webseite gesagt und das ist falsch. Na gut. Und da findet ihr dann schon relativ viele Informationen. Die Website muss noch editiert werden, also da kommt noch ein News-Blog, wo dann eben immer so Sachen kommen, falls Neuigkeiten sind, falls ein Heft mal später kommt, weil wir irgendwie für die Schule was zu tun haben. Und ja, da könnt ihr dann immer alles nachlesen. Da findet ihr auch schon ein Bild vom vorläufigen Cover der ersten Ausgabe. Und da wird es dann eben Regeln geben, also wir werden uns Regeln ausdenken und die testen so kleine Minispiele wie Bogenschützenduell möchte ich mal machen. Also ich weiß nicht, ob mein Kumpel das möchte, aber ich möchte es auf jeden Fall mal machen. Dann irgendwie alternative Missgeschicktabelle für Tervigon, wird ein bisschen lustiger. Da kann man dann eben, der Tervigon platzt und eine riesige Schleimwelle erfasst alle Umstehenden und die sterben dann, weil es Säureschleim ist. Das kommt noch eigentlich in der ersten Ausgabe, weil in der ersten Ausgabe kommen dann eben noch auch neue Slan-Regeln. Und das, was eben dann auch auf dem Cover draufsteht, das könnt ihr euch auf der Website angucken. Links zu Forum und Website in der Beschreibung. Und die Bilder könnt ihr dann im Forum posten oder eben an die E-Mail-Adresse. Mein Kumpel hat sich die gemacht, der wird da so ein bisschen die Fanpost übernehmen sozusagen. Da könnt ihr dann dort dem schreiben. Die Zeitung wird monatlich rauskommen, immer gleich am 1. des Monats vermutlich. Und dann dort eben kostenlos zum Download auf der Website. Ja, ich hoffe, dass euch das Heft gefallen wird und dass uns da irgendwie unterstützt, die ihm da freilässig Bilder macht und uns schickt. Und ja, dann sehen wir uns dann zum nächsten Video wieder. Da fällt mir jetzt nichts mehr ein, was ich sagen kann. Wie gesagt, Links in der Beschreibung könnt ihr alles mal anklicken und dann bis denn.